Frau Meisel, ich danke Ihnen. Bis hierhin. Wir sprechen nachher das weiter. Das war alles? Ja, das ist immer ruckzuck, wie der Name schon sagt. Wir kommen aber nachher nochmal. Genau. Da schneiden wir uns raus für unsere Werbung. Jetzt kommt was über die Treuhand in Berlin. Oh. Die Treuhandanstalt gilt ja als die größte, aber vielleicht ist sie ja auch die kürzeste Firma, die die Welt je gesehen hat. Bis 1994 will die Treuhand sich nämlich selber abgeschafft haben. Das hoffe ich. Ja, aber sie musste vorher noch 5000 Firmen loswerden, die, von denen man nicht weiß, ob die auch jemand kaufen will. Die Manager jedenfalls müssen auch über ihre eigenen Gehälter entscheiden und haben da jetzt neulich neue Prämien bewilligt. Und da hieß es dann sofort, eine Treuhand wäscht die andere, die genehmigen sich da selber Gelder. Das ist sehr gut, das sagen Sie jetzt. So geht das. Ja, wir wollen jetzt aber mal gucken, ob das eigentlich stimmt. Ja, ja. Nee, wir gucken jetzt erst den Film. Und dann können wir danach mal weiterschauen. Es ist nämlich so, dass das ja eigentlich zunächst einmal nur ein Gerücht ist. Die Manager sagen, wir kriegen mehr Geld, dafür leisten wir ja auch mehr. Wir machen ja nicht Arbeitsplätze kaputt wie andere Manager. Jeder Mensch, der mehr leistet, jeder Arbeiter, sofort mehr Geld. Da sagen Sie was Gutes. Also ich finde, die Treuhand sollte sich ein bisschen mal umsehen, wie die Bevölkerung verdient. Ja, entschieden weniger, das ist das Problem. Das meine ich auch. Und ich glaube, dass die Treuhand nicht immer ganz glücklich gearbeitet hat. Man darf da als Laie nicht so verdammen oder was, aber was man gehört hat, war nicht immer das Glücklichste, muss ich sagen. Ich habe zwei Kollegen, Andreas Kannonberg und Michael Müller, die sind hingefahren und haben jetzt mal die Leute da gefragt, verdienen sie zu viel oder zu wenig. Dann gucken wir uns das mal an. Das hier ja.